ist offen. Was für ein Move! Ja, Vulkan aus! So. Geil. Geil. Schlumpf. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderbaren Zweitkanal. Manche sagen, es sei der beste Zweitkanal auf der ganzen weiten Welt. Nämlich, das hat sich feingerührt. Nämlich Riso, ja lol ey. Ja lol ey. Heute habe ich zwei tolle Gäste da. Und zwar den Tim und den Jan von Gewitter im Kopf. Sagt alle Hallo. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wir spielen heute was Besonderes. Ich habe es den beiden schon erklärt. Nämlich spielen wir heute die Leise-Sein-Challenge, die wir mit Joey und Ju gespielt haben. Und zwar geht es bei der Leise-Sein-Challenge darum, dass der liebe Tim, der neben der Kamera steht, sagt doch mal Hallo. Guten Tag. Der hat da ein Gerät, was die Lautstärke misst. Tim sagt uns Sachen, wir müssen leise sein, sodass das ganze Spiel fertig. Das ist meine Spezialität, ne? Ja, das ist jetzt. Ja, was ist denn die erste Aufgabe, lieber TJ? Wir fangen mal langsam an. Einfach mal die Nerf Gun leise nachladen. Leise nachladen, okay. Also einfach hier ziehen. Nachladen und theoretisch. Okay, das heißt, du misst und wir müssen reihum jetzt nachladen. Genau. Okay. Jetzt. Okay, es war aber 92,8 Dezibel. Ich weiß gar nicht wieso. Ich weiß auch nicht wieso. Ja. Möchtest du? Ja. Keine gute Idee, eine Waffe anzugeben. Nein! Okay. Okay. Oh. Vielleicht soll ich vorher die Patronen rausnehmen? Aber es geht ganz schnell. Okay. Jetzt, ich weiß ja nicht, wann wir anfangen. Ich weiß es auch nicht. Okay. Wollen wir einfach leise zu sein? Hey! Okay. Und los. Arsch! Okay, es waren nur 91,2. Das ist weniger als du. Ja, okay. Nein! Jetzt ist die Waffe los. Nein, lass die Waffe los. Okay, du warst wohl drin, da ist eigentlich geflogen. Okay, du bist jetzt bisher der Schlechteste. Ich bin der Schlechteste, ja. Leise sein. Arsch! Zwischen die Augen! Ah, nur 87,7. Ey, damit warst du der Beste. Ich war der Schlechteste. Wollen wir noch eine Bestrafung einführen? Was? Töte dich! Okay, das war die Bestrafung. Okay. Leg das mal wieder mal weg. Uiuiui. Okay. So, das war auf jeden Fall eine gute erste Runde. Was ist die nächste Aufgabe? Die nächste Aufgabe ist, einmal das Backpapier komplett durchzureißen. Also einmal von oben nach unten durch. Ich töte! Und du fängst an. Ja, du fängst an. Bist du ready? Ja. Und ab. Abfahrt! Okay, wir sind bei 97,8. Das ist sehr laut. Ich glaube, es geht bis 100. Riso ist dran. Ja, lol, ey. Peng! Du Schlumpf. 92,2, damit warst du leiser. Damit war ich leiser als du. Das Ding ist, beim letzten Spiel war es so, dass ich einfach leise sein musste. Und jetzt müssen wir auch schnell sein, weil ja immer ein Tick kommen könnte. Das heißt, man muss abwägen, wie schnell ziehe ich ab. Bist du ready? Ja. Hitler! Okay, 95,1. Das war. Dann war ich der Leiseste diesmal. Du warst der Leiseste. Die Frage ist, was jetzt die Bestrafung? Nichts. Okay, die Bestrafung kann für alles. Ich leg die Waffe wieder auf den Tisch. Nein! Okay, nächste Runde. TJ, okay, erkläre, was müssen wir tun. Ist das nicht Coca-Cola? Man weiß nicht, welche Marke es ist. Es ist ja abgeklebt. Okay, ihr müsst versuchen, die Flaschen leise aufzumachen. Flaschen leise aufmachen. Natürlich. Okay. Du hast Ben Herr, der echt schluckt. Nein. Diesmal fängt Tim an. Okay. So nach hier. Ist ready? Ja. Vulkanausbruch!
89 Dezibel war gut. Das war gut. Glaube ich zumindest. So, als wir das letzte Mal gespielt haben, da waren so 70er Werte gut und jetzt ist schon so ein 80er. Ja. Nice. Nice. Rezo ist dran. 87,7. Ey, komm. Geschlagen. Ich bin ja auch am nächsten dran mit meinem Mund an dem Ding. Bist du ready? Ja. 79,9. Alle unter 80. Ah. Ach so, wir waren 80 und du bist der Leiseste. Ja. Du warst noch mal 10 leiser. Ja. Krass. Oha. Ich glaube es nicht. Krass. Oh. Nein. Schnell zumachen! Ja. Vulkanausbruch! Das mit der weißen Hose war jetzt mein Fehler. Ich hole mal kurz die Tücher. Das ist meine Wichstücher. Na. Okay, nächste Aufgabe. Ich habe hier also eine Chips-Tüte. Die ist offen. Die ist offen. Ich wusste irgendwie, dass es passiert. Ne? Ich kam auch unerwartet. Was ist für ein Move? Ist das funny? Ich komm gar nicht mehr klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, du hast eine Chips-Tüte und was soll man da? Was okay. Sollen wir damit machen? Die sind doch schon offen. Man konnte leider nicht mehr messen, wie laut das war. Doch, er hat gemessen. Echt? Es war 104 Dezibel. Echt? Ich habe noch aufgenommen sogar. Oh. Die eigentliche Aufgabe ist, ich wollte diesen Panda, diesen kleinen Panda hier, in die Chipstüte reintun. Und ihr müsst den rausholen. Ah. Der kommt hier rein. Ich werde dich gefährden. Hier ist irgendwo der Panda drin. Ihr müsst ihn jetzt rausholen. Ich würde sagen, Jan fängt wieder an. Ich habe die Tüte ja auch geöffnet. Bist du bereit? Ja. Und los. Ich glaube, lauter als das geht gar nicht mehr. Komm doch raus, das Vieh. Okay, wir sind bei 106,2 Dezibel und es blinkt. Ich tue mal wieder da rein. Okay. Wieso ist dran? Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo der ist. Jetzt ist es auch Sinn der Sache. Ach so. Und go. Ich hatte ihn fast. Wo ist er denn? Ich hab ihn. 93,3. Ah, schnell. Ganz gut sogar. Und Tim ist dran. Bist du ready? Ja. Hey. 83,9. Nicht schlecht. Oh, nice. Tim, ein leiser Mann. Ich muss ein bisschen Chips essen. Niemand hat sich die Hände gewaschen. Nächste Aufgabe. Ich habe hier Ballons, die werde ich gleich aufpusten. Lass mir doch einen. Na. Und ihr müsst den Ballon versuchen, so leise wie möglich kaputt zu machen. Ey YouTube, wenn ihr dieses Video entmonetarisiert, dann ist das Diskriminierung. Hallo, denkt mal drüber nach, macht das nicht. Ich blass dir sonst ein. Mit dem Luftballon, den müsst ihr... Ja, was sollen wir damit machen? Das war ein guter Move. Ihr müsst versuchen, ihn so leise wie möglich kaputt zu machen. Ah! Hey. Kannst du machen, was du mit. Auch so, du machst Ballon. Hauptsache, der Ballon geht kaputt. Rezo fängt an. Okay. Es geht auch nicht los hier. Okay, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Und go. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Okay, das waren 111,5. Das 111, war noch nie 5. Haben wir so einen hohen Wert. Noch nie. Ja, ich frage mich auch gerade, wieso es wieder blinkt. Oi, 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 oi. Tim ist der Nächste. Du hast zum Glück noch ein paar. Dann probier's mal. Bist du ready? Ja. Go. Also dumm ist das nicht. Dumm ist das nicht! Du hast noch 10 Sekunden. Es gibt ein Zeitlimit. Ab jetzt. Okay, 89,2. Nice. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Das war nice. Also ich glaub, vor allem, das ist so typisch TJ, dass er beim Spiel Regeln erfüllt. Ja. Das kenne ich schon. So, ach, es gibt ein Zeitlimit? Ja, ab jetzt. Der Rezo besucht mich. Das gefällt der CDU gar nicht. Nein. Ich gebe dir den und es geht sofort los. Okay?
go. Da! Okay, es hat doch nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber du musst kommen nach 12. Das ist mehr als ich. Ja, ja, wieder so noch mehr. Aber deine Taktik war insane gut. Aufgerissen und dann rausgepresst. Ich habe gemerkt, hä, wie im Kreissaal. Aufgerissen und dann rausgepresst, wie im Kreissaal. Ist das funny? Ey, dass Gisela so kreativ ist, finde ich so erstaunlich. Also ich könnte nicht mal so kreativ sein. Und du hast einfach nichts im Kasten. Ich meine, ich könnte nicht mal so kreativ sein, wenn ich mir Mühe geben würde. Wenn ich die ganze Zeit denken würde, okay, was sage ich jetzt zu dem Satz? Selbst dann würde ich das nicht schaffen. Das heißt, dein Unterbewusstsein ist das ja. Das ist schon erstaunlich. Das ist tatsächlich sehr erstaunlich. Da wundere ich mich selbst auch regelmäßig noch drüber. Auf jeden Fall krass. Okay, nächste Runde, lieber TJ. Tu nicht so, als ob du lesen kannst. TJ liest gerade noch nach, was wir als nächstes haben. Okay, wir haben nämlich tatsächlich noch eine Sache. Ja. Versuchen, so leicht wie möglich Salzstangen durchzuführen. Okay, dann fängt Rezo wieder an. Was muss ich machen? Salzstangen durchbrechen. Wenn dir, jeder braucht 6 Salzstangen. Ich glaube. Jeder braucht 6 Salzstangen. Okay, bist du bereit? Ja. Und leiser sein. Nein! Ganz normal. Okay. Arsch! Ich finde, es war 66. Es waren 66. Ja. 66 zählt. Tim hat sich schon welche genommen, dann ist er als nächstes dran. Bist du bereit? Ja. Leise sein. Notte! Ich muss leider 86 sagen. Das war innerhalb der Zeit. Ich versuche jetzt erstmal mir 6 Stück in einem ganzen Stück auszusuchen. Ja. Oh. Ja. Ja, ja. Ich habe heute erst gesagt. Arsch! Bist du bereit? Na! Okay, hier dann wird doch was. Hey! Das war leider innerhalb der Zeit. Wir sind bei 101 und es blinkt wieder. Krass, dass das blinkt, das wusste ich gar nicht. Ja, ab 100 blinkt es. Ab 100 blinkt es. Wir lernen neue Sachen über dieses Gerät. Oh, Wissen macht oh! Ey, aber damit haben wir doch alle geschafft, ja, ne? Alle Aufgaben, die der liebe TJ uns gegeben hat, haben wir damit absolviert. Mhm. Wir haben das verhältnismäßig leise gemacht. Wir haben uns Mühe gegeben, es leise zu machen. Ja. Ist auch voll lieb von dir, dass du die so auf den Tisch, dass wir uns alle so nehmen können, dass du ihn noch mal ein bisschen kleiner gemacht hast. Genau, jetzt in den Mund gerät. Wer wünscht sich das nicht? Deine Gastgeber-Skills sind auf jeden Fall hervorragend. Sind wir fertig, oder? Wir haben auch ein Video gedreht bei den beiden auf dem Kanal. Das ist jetzt hier im Bild. Und da könnt ihr draufklicken, das ist sehr, sehr lustig. Da haben wir nämlich dieses Lügenspiel gespielt. Dieses, wo man sagen muss, was man sieht, aber man lügt. Und der andere muss raten, ob man lügt. Ja, ja, ihr kennt das. Ihr kennt das. Ansonsten gebt ein Like, gebt ein... Fickt euch, sonst töte ich dich. Oder so. Gebt ein Like. Und schreibt einen Kommentar. Hervorragend. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bloß nicht einschalten.